Hallo, willkommen zu einem neuen Video und diesmal habe ich eine Fender Telecaster Muddy Waters, eine von 100 in Candy Apple Red, wie sie auch Muddy Waters gespielt hat, mit einem dicken Slapboard Rosewood Griffbrett, etwas dickere Vintage Bünde. Ja, wir hören mal, wie sie klingt. Auch wieder über den Welden Twinkleland mit der Seriennummer 1. Und ich befinde mich im zweiten Kanal, dem Overdrive-Modus. Wunderbar, wie die aufklärt, wenn ich das Volumen-Potty zurückdrehe. Und alle Höhen noch vorhanden. So, was ich jetzt noch versuchen möchte, wie klingt die Telecaster clean? Sie ist leiser als die in dem anderen Video getestete Keith Richards Telecaster. Thank you.
sehr schöner Clean Sound. Zu dieser Gitarre wurde damals auch noch ein Poster und viele andere Utensilien mitgeliefert mit dem wunderschönen Koffer. Ja, eine hervorragende Gitarre, die wirklich Spaß macht zu spielen. Was ich jetzt gerne noch testen würde, wäre der Jazz-Sound, weil nämlich sehr viele Jazzmusiker auch immer wieder gerne auf den Hals-Pickup der Telecaster zurückgegriffen haben. Und das klingt so. Bis zum nächsten Video. Ciao.